Das deutsche Parlament ist in dieser wichtigen Frage überhaupt nicht behandelt worden. Und insofern muss ich dem Kollegen Uhl widersprechen. So ganz demokratisch ist es hier nicht zugegangen. Insgesamt ein Dilemma, also aus machtpolitischen Gründen von den Innenministern durchgezogen, jetzt verordnet und leider auch ohne großen Protest der Bevölkerung Realität im Bereich des Reisepasses. Wenn Sie Bedenken haben bei der Einreise in irgendwelche Staaten, dass Sie da sich nicht dem dortigen Grenzregime unterwerfen wollen, da kann ich nur sagen, dann bleiben Sie halt zu Hause. Die CDU hat seit Jahr und Tag dafür plädiert, dass an großen Plätzen genau solche Videoüberwachung eingesetzt wird. Wenn es die CDU nicht gegeben hätte, dann würden wir heute noch eine lange Diskussion mit SPD, Grünen und anderen führen, darüber, ob das nun notwendig ist oder nicht. Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen. Man darf nicht sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm. Hier ein bisschen was weggeschmissen und dort einen angerempelt, hier mal auf dem Bürgersteig gefahren und dort mal in der dritten Reihe geparkt. Immer so unter dem Motto, ist alles nicht schlimm. Ist alles nicht nach dem Gesetz, und wer einmal Gesetzesübertretungen duldet, der kann anschließend nicht mehr begründen, warum es irgendwann schlimm wird und irgendwann nicht so schlimm ist. Deshalb null Toleranz bei innerer Sicherheit. Die Politiker leben ganz gut damit, dass sie geschürte Ängste symbolisch bekämpfen. Wer alles ist ein Deutscher und hat deswegen einen deutschen Personalausweis? Und dann wird eine Liste angelegt und da stehen sie alle drin. Und diese Liste haben wir nicht. Die Liste der Deutschen haben wir nicht. Da frage ich mich, was soll das eigentlich? Wer alles ist ein Deutscher?